1977. Zahlreiche Jungen und Mädchen warten auf den Start in einen neuen Lebensabschnitt, den Beginn ihrer Schullaufbahn in der DDR. Den Weg der nächsten 8 Jahre werden sie gemeinsam gehen. Erst danach wird sich entscheiden, wer mit der 10. Klasse die mittlere Reife und wer an der erweiterten Oberschule das Abitur anstreben wird. Viel Zeit, um die eigenen Talente zu entdecken, zu entwickeln und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und das wünscht die Industrie- und Handelskammer Magdeburg auch kommenden Schülergenerationen. Deswegen fordert sie in ihrem jüngst vorgestellten Katalog bildungspolitischer Positionen unter anderem eine Verlängerung der gemeinsamen Schulzeit auf eben 8 Jahre, bevor dann die weitere Laufbahn festgelegt wird. Das Ziel: eine individuellere Förderung, mehr Stabilität für die Schüler und mehr Zeit für Praxisnähe, durch die auch Ausbildungsberufe schmackhaft gemacht werden sollen. Für das Lernen wollen und später ihren Dass das nur ein Punkt ist, wurde auch am 3. Dezember bei der offiziellen Vorstellung des Katalogs bei der Landespressekonferenz deutlich. Zeitgemäßeres Lernen, konsequentere Wertevermittlung und einheitlichere Bildungsabschlüsse stehen ebenfalls auf der Forderungsliste. Da kommt es eher ungelegen, dass das Bundesland Bayern gerade erst aus dem Nationalen Bildungsrat, der diese festlegen sollte, ausgestiegen ist. Trotzdem habe ich die Meinung, wir brauchen ein vergleichbares Abitur deutschlandweit. Wir brauchen Bildungsabschlüsse, die gleichwertig sind, nicht bloß beim Abitur, sodass wir gerade die Mobilität, die wir in Deutschland im Berufsleben brauchen, dadurch fördern, dass ein Bayer, egal wie in welcher Klasse die Kinder sind, nach Sachsen-Anhalt kommen kann mit seiner Familie oder umgedreht jemand aus Sachsen-Anhalt nach Bayern gehen kann. Deswegen müssen wir weiter daran arbeiten. Und wenn Bayern was Besonderes sein will, kann sie ja auf diesen Mindeststandard, können sie ja noch was draufsetzen. Das wäre ja möglich. Aber trotzdem, Ziel müsste sein, einheitliche Schulabschlüsse. Das wäre für uns als Wirtschaft hervorragend. Und diese sollen dann das Sprungbrett sein, um den Facharbeitermangel zu beheben. Dass das nicht schnell gehen wird, weiß man allerdings auch bei der IHK. Sowas ist natürlich ein langer Prozess. Wir haben lange gebraucht, um diesen Zustand zu erreichen. Und ich denke mal, doppelt so lange werden wir brauchen, um diesen Zustand wieder abzuschaffen und auch aus den Köpfen abzuschaffen. Also ganz wichtig finde ich, dass man schon dieses gemeinsame Lernen implementiert bis zur 8. Klasse und dann die Entscheidung fällt, mache ich einen akademischen Beruf oder erwerbe ich Kenntnisse für einen Handwerksberuf, einfach um da dann auch wieder die Möglichkeit zu haben, querbeet alle Berufsgruppen zu bedienen. Das ist im Moment sehr schwer. Die Wirtschaft setzt also auf ein neues System, um dem Mangel an Fachpersonal Herr zu werden. Gleichzeitig ist sie natürlich auch bereit, neben einem Forderungspapier selbst Maßnahmen zu ergreifen. Sie kann helfen. Wir können gemeinsame Arbeitsgruppen gründen. Also wir können, wie gesagt, helfen. Wir können auch natürlich helfen, indem wir bei dem Tag der Wirtschaft mal helfen, indem wir die Schüler in die Schulen, in die Unternehmen kommen, um dort praktische Tätigkeiten zu lernen, indem wir Lehrer in die Unternehmen kommen, um zu sehen, was gibt es überhaupt für Berufe, was kann man dazu machen. Also da sind wir bereit, jederzeit zu helfen und wir werden uns dem nicht verschließen. Zeitgemäßere Bildung ist natürlich auch eng mit der Digitalisierung verknüpft. Auch hier herrscht Nachholbedarf, weswegen die IHK ein Forderungspapier Digitale Wirtschaft erstellt hat. In einer langen Ausarbeitungsphase wurden viele Meinungen und Ansätze diskutiert, Fachleute angehört und Kontakte geknüpft. Das Ziel: die Formulierung umsetzbarer und realistischer Forderungen wie eine Entbürokratisierung auf digitalem Weg, eine bessere IT-Infrastruktur und eben auch eine sinnvolle und in den Lehrplan eingebundene IT-Ausstattung an Schulen. Auch diese Forderungen werden, zusammen mit dem Bildungskatalog, an die Politik übergeben. Trotzdem bleibt die IHK am Ball und wird ein Auge auf die Umsetzung haben. Wir werden im nächsten Jahr uns regelmäßig mit dem Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft und Digitalisierung zusammensetzen. Wir werden uns informieren lassen über den Umsetzungsstand. Wir werden uns weitere Handlungsfelder aus der digitalen Agenda vornehmen und uns daran abarbeiten. Und wir sind aber in einem sehr guten Austausch mit dem Staatssekretär Wünsch. Und das werden wir auch weiter fortführen. Also die Arbeit an sich, denke ich, wird erfolgreich sein.